die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem zweiten Advent. Zwei Kerzen brennen schon, zwei fehlen noch, bis Weihnachten dann. Besonders begrüßen möchte ich die Täuflinge. Alina Held, Hayley Hensler, Leon Lohmann und Melina Mangold. Schön, dass ihr heute mit euren Familien da seid. Aufgrund der Corona-Situation gibt es einen verkürzten Gottesdienst, so eine gute halbe Stunde. Und wir dürfen leider auch nicht selber singen, aber Franzi singt für uns. Vielen Dank dafür. Wir beten gemeinsam mit Worte aus Psalm 36. Sie sehen ihn dann an der Leinwand. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge Gottes. Dein Recht ist so grenzenlos wie die große Flut. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar ist doch deine Güte. Zu dir kommen die Menschenkinder. Im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. Von dem Bach, der zu deiner Freude strömt, gibst du ihnen reichlich zu trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter. Himmlischer Vater, danke für diesen Sonntag, dass wir Gottesdienst feiern können und sogar taufen. Du weißt, wie wir jetzt hier sind, wo wir herkommen, was in den letzten Tagen und auch heute Morgen schon war. Lass uns jetzt hier ankommen und segne uns diesen Gottesdienst. In der Stille bringen wir dir, was uns freut, aber auch was uns zu schaffen macht. Danke, Vater, dass du uns hörst und verstehst. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ja, zweiter Advent. Da darf natürlich ein Lied nicht fehlen. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Was ist im Advent das Erste, das Kinder morgens machen? Natürlich zum Adventskalender rennen und das nächste Türchen oder Päckle oder Säckle oder sonst was aufmachen. Meine Rallye-Kinder aus der Grundschule, die haben mir am Donnerstag ganz stolz präsentiert, was sie denn schon alles aus ihrem Adventskalender rausgekriegt haben. Eher gesagt, war es eher gruscht, aber sie haben sich gefreut. Und wenn die ein Päckle auspackt haben, dann müssen sie wieder einen ganzen Tag warten, bis sie das nächste Päckle auspacken dürfen. Und sie sehen ja meistens schon, was das nächste ist, wo die nächste Zahl draufsteht, was da vielleicht drin ist, man kann es vielleicht fühlen, aber noch nicht aufmachen. Bis wir die nächste Kerze anzünden dürfen, dauert es eine ganze Woche und bis Weihnachten einen ganzen Monat. Für manche ist es ganz schön heftig, das auszuhalten. Ja, Advent ist eine Zeit des Wartens. Und ihr Tauffamilien, ihr hattet auch Zeiten des Wartens. Erstmal 9 Monate, bis ihr euer Kind in Händen halten konntet. Und bei Paar jetzt auch noch einige Zeit des Wartens, bis man endlich Taufe feiern könntet, weil man es aufschieben musste wegen Corona. Und jetzt ist auch schon wieder nicht so ganz normal. Da braucht man ganz schön viel Geduld. Aber andererseits ist ja auch Vorfreude damit verbunden, was die Wartezeit zu was ganz Besonderem macht. Genau. In der Bibel, da geht es auch um das Warten, immer wieder. Und genau genommen sind wir alle in einer Wartezeit. Ich lese aus Jakobus 5 die Verse 7 und 8. Da schreibt der Jakobus: Wartet geduldig, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er wartet geduldig, bis der Frühregen und der Spätregen gefallen sind. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Wartet geduldig, seid geduldig, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Naja, könnte man sagen, Jesus ist doch schon gekommen. An Weihnachten, da erinnern wir uns doch daran. Also auf was warten wir dann noch? Doch Jakobus, der diese Zeilen verfasst hat, der meint was anderes. Der hat nämlich an Leute geschrieben, die nach Jesus da schon gelebt haben, die Christen waren, und die Leute, die haben geglaubt, dass Gott selbst auf die Erde gekommen ist in Jesus Christus. Dass er für uns gestorben ist, aber dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und nach einer Zeit mit seinen Freunden ist er dann wieder zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. Aber damit nicht genug. Jesus hat gesagt, dass er wiederkommt, dass dann das Ende der Welt anbricht und dass er sein Friedensreich aufbauen und es sich durchsetzen wird. Das alles, das werden wir nachher im Glaubensbekenntnis nochmal gemeinsam sprechen, denn das ist alles Zentrum unseres christlichen Glaubens und Grundlage. Aber ist uns das denn so bewusst? Also ich lebe nicht so, als könnte jeder Tag der letzte sein. Vor allem nicht der letzte der ganzen Welt. Doch bei den ersten Christen, zu denen der Jakobus da geschrieben hat, da war das noch ganz aktuell. Die haben in einer Naherwartung gelebt. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und darauf haben die mehr hingefiebert als Kinder auf Weihnachten. Zu ihnen sagt Jakobus: Ja, Jesus kommt wieder. Aber habt Geduld. Ja, mittlerweile sind ja so um die 2000 Jahre vergangen und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Da braucht man ganz schön langen Geduldsfaden. Und dabei gibt es aber genügend Gründe, weshalb man sagen könnte: Boah, Jesus, komm doch bald wieder. Beende die Ungerechtigkeit in dieser Welt, dass die eine nicht wisset, wohin mit ihrem vielen Geld und die andere Hunger leidet. Beende die Kriege und das Elend der Unterdrückten und der Flüchtlinge. Schiebe Krankheit und Tod einen Riegel vor. Doch solange mich das nicht selber betrifft,
lebt es sich eigentlich hier, zumindest bei uns in Deutschland, ganz gut. An den meisten Tagen möchte ich eigentlich nicht, dass Jesus wiederkommt, denn ich habe ja noch so viel vor, familiär, beruflich, persönlich. Und vor allem mit kleinen Kindern denkt man eigentlich nicht so schnell ans Ende der Welt. Ich glaube, es braucht da beides. Zum einen die Gewissheit, ja, Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann, aber er wird aller Ungerechtigkeit und allem Leiden Ende setzen. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und auch ich werde dann Rechenschaft ablegen müssen über das, was ich getan und vielleicht auch nicht getan habe. Zum anderen schenkt Jesus uns dieses Leben hier und jetzt und das dürfen wir auch genießen. Er möchte es gemeinsam mit uns gestalten, uns die Chance geben, ihn persönlich kennenzulernen und seine Vergebung zu erfahren. Jetzt schon in diesem Leben. Und das meint Jakobus, wenn er sagt, stärkt eure Herzen. Beides sollen auch unsere Täuflinge kennenlernen. Und in der Taufe sprechen wir ihnen zu, dass Gottes Ja zu ihnen steht, dass sie als seine geliebte Kinder von ihm angenommen sind und dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als mit ihnen gemeinsam ihr Leben zu gestalten. Und die Eltern und die Paten, ja auch die ganze Gemeinde, übernimmt Verantwortung mit der Taufe von Kindern. Verantwortung, den Kindern den christlichen Glauben nahezubringen, authentisch vorzuleben, ihnen Gott lieb zu machen, sodass sie später mal selber entscheiden können, ob dieser Glaube an ihn was für sie persönlich ist oder eher nicht. Ob es ihnen wichtig ist oder nicht. Und auch hier ist Geduld gefragt. Wir können diesen Glauben bei unseren Kindern nicht einfach machen. Wir können nur darum beten und sie unserem guten Gott anbefehlen. Deshalb ist das Gebet für unsere Täuflinge auch wichtiger Bestandteil dieses Gottesdienstes. Egal ob mit oder ohne Kinder, ich wünsche uns, dass uns dieser Gedanke in die Adventszeit jetzt begleitet. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Amen. Ja, Jesus Christus hat die Taufe eingesetzt. Und da lesen wir mehrere Stellen in der Bibel, wo er über die Taufe spricht. Und zum Beispiel sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und im Markus-Evangelium lesen wir, dass sich Jesus den Kindern ganz besonders zuwendet. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegt. Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Bei der Taufe, da bekennen wir, worauf wir als christliche Gemeinde vertrauen und was wir erhoffen. Deshalb sprechen wir, wie vorhin angekündigt, mit der ganzen Christenheit gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Eltern und Paten, so frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass eure Kinder auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, es eure dazu beizutragen, dass eure Kinder als Mitglieder der Gemeinde Jesu Christi erzogen werden? Wollt ihr mit und für eure Kinder beten, ihnen die biblischen Geschichten erzählen, sie zur Gemeinde schicken und begleiten? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott schenke euch zum Wollen das Vollbringen. Jetzt dürfen sie wieder Platz nehmen und wir kommen jetzt wirklich zur Taufe und da bitte ich als erstes die Alina Sophie Held nach vorne. Gerne mit Paten und falls sonst noch Kinder da sind, die von hinten nicht so viel sehen, dürfen die gern auch mit vorkommen. Komme ich hier rüber, du würdest es dir einfach ein bisschen hier übers Wasser heben. Jetzt wird es ein bisschen nass, Alina. Alina Sophie Held, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Super. Ja, Alina, deine Eltern haben einen Taufspruch für dich ausgesucht, das soll dich begleiten. Und da spricht Gott, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Aus 2. Mose 23. Ich wünsche dir, dass du das erfährst, dass Gottes Engel dich begleitet und du dich von ihm aufgehoben und bewahrt fühlst. Gottes Segen dir. Oder gib's dir. Genau. Ihr dürft wieder Platz nehmen und ihre Kerze brennt schon. Genau. Dann darf die Hayley Hensler nach vorne kommen. Genau. Du kannst selber herlaufen, gell? Super. Genau. Hayley, jetzt wird es ein bisschen nass. Alles gut. Ja, passiert nichts. Alles okay. Kannst du ja umdrehen, dann siehst du es vielleicht. Genau. So. Genau, kannst du auch drauf gucken. Ja, guck mal. Hayley Hensler, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bist du gleich ein bisschen abgezogen? Ja. Hayley, so spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir.
Heli, dein Taufspruch, das steht im Psalm 91. Und da heißt es, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auch dir wünsche ich, dass du dieses Versprechen erfahren darfst, dass Gott mit dir mitgeht und dich behütet. Gottes Segen dir. Vielen Dank. Gerne. Dürft ihr wieder Platz nehmen? Dann darf der Leon Lohmann nach vorne kommen. Auch der läuft selber schon zum Taufstein. Gerne so, dass es aussehen kann. Genau. Dann weiß ich nämlich, was passiert, gell? Leon Lohmann, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Leon, dein Taufspruch steht in 1. Mose 26. Und da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Und ich wünsche dir, dass du so frohen Mutes und ohne Furcht durchs Leben gehen kannst und erfährst, dass Gott mit dir ist und dich segnet. Gottes Segen dir. Jetzt die, die am kürzesten der Weg haben, gell? Melina, ihr dürft nach vorne kommen. Jetzt geht's los. Genau, die Kinder, die jetzt von hinten nichts sehen, dürfen gerne dazukommen. Alle da? Gut, dann dafür zählt die Melina ein bisschen rüberhalten, genau. Melina Sophie Mangold, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Amen. Melina, auch für dich gibt es einen Taufspruch aus 2. Mose 23. Und da heißt es, Gott spricht, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Ja, möge Gott auch dir vorausgehen, mögest du ihm gerne nachfolgen und seine Begleitung erfahren. Gottes Segen auch für dich. Ihr dürft auch wieder Platz nehmen. Ja, wir haben Kerzen für euch angezündet, für euch Täuflinge. Und die sollen die Täuflinge daran erinnern, auch später, wenn sie das mal verstehen, was da heute passiert ist, dass Jesus das Licht ihres Lebens sein möchte. Denn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und alle Kinder, die schon getauft sind und daheim vielleicht mal ihre Taufkerze entdeckt haben, können das ja mal angucken und sich dann auch an ihre Taufe erinnern und Mama und Papa vielleicht mal fragen oder die Paten, wie war denn das damals? War das so wie heute? Probiert's mal aus. Ich möchte für die Täuflinge beten. Himmlischer Vater, danke für Alina, Haley, Leon und Melina, die wir auf deinen Namen taufen durften.
Danke für Bewahrung in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Danke für deine Begleitung bis heute, in allen Herausforderungen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir bitten dich für die Zukunft dieser Kinder. Lass sie behütet aufwachsen. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie unterstützen und ermutigen. Schenke ihnen tragende Freundschaften. Offenbare du dich ihnen und lass sie ihr Leben dir anvertrauen. Jesus Christus, lass uns als Gemeinde Verantwortung für die Kinder übernehmen und ihnen dich lieb machen. Und lass andererseits auch uns von ihrem kindlichen Glauben und Vertrauen lernen. Amen. Und liebe Tauffamilien, ich möchte euch Gottes Segen zusprechen, denn es geht ja nicht nur um die Täuflinge, sondern jeden Tag seid ihr auch herausgefordert, mit euren Kindern das Leben zu gestalten. Und so segne euch Gott. Er schenke euch Kraft und Freude, Mut und Weisheit, Liebe und Besonnenheit, Geduld und Gelassenheit für jeden neuen Tag. Er lasse euch gute und treue Wegbegleiter sein für eure Kinder. Er schenke euch eine gute Gemeinschaft und einen starken Zusammenhalt als Familien. So segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, niemand ist zu klein, um Jesus in sein Herz und sein Leben zu lassen. Und davon hören wir im nächsten Lied. Jetzt ist es wieder höchste Zeit. Wir beten und ich bitte Sie, sich zu erheben. Jesus Christus, es ist Advent, Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf dein Kommen. Lass uns diese Tage bewusst erleben und gestalten. An Weihnachten feiern wir, dass du Mensch geworden bist.
aber du wirst auch einmal wiederkommen am Ende der Zeit. Lass uns das nicht aus dem Blick verlieren, sondern mach uns bereit dafür. Himmlischer Vater, du siehst auch den Umbruch in unserer Bundesregierung. Segne die Verantwortungstragenden, schenke ihnen Gelingen und Kraft für ihre Aufgaben. Du weißt um die Corona-Situation und dass uns ja der Atem ausgeht, dass wir echt viel Geduld brauchen, Herr. Bitte schenk doch da deinen Segen, Weisheit und bei uns allen auch die nötige Gelassenheit. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ausgang dürfen Sie gerne ein Opfer einlegen. Es kommt heute unserer eigenen Gemeinde zugute. Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen. Alle Termine der kommenden Zeit, die stattfinden bei uns in der Gemeinde, finden Sie auf dem Zettel, den Sie am Eingang erhalten haben. Wichtig, am Heiligabend, da muss man sich für den Heiligabendgottesdienst anmelden. Das geht jetzt schon online oder im Gemeindebüro. Vielen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet und ermöglicht haben. Nachher bitte die Taufkerzen nicht vergessen und ich wünsche Ihnen und euch alle einen schönen gesegneten zweiten Adventssonntag und ein frohes Fest nachher miteinander. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Sure.